What the hell was that? In der Tat, ne? What the hell is that? Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück, ne, bei Call of Cthulhu. Der Schlürfer, ne? Schlurfer. Ja, das ist What the hell was that? Okay, wir krabbeln hier zwar rum, aber. Verdammt. Das ist jetzt wieder so eine frustrierende Stelle. What the hell was that? Ich würde jetzt mal ja, im Schrank werde ich doch auch panisch. Ich will es jetzt einfach mal testen, ne? Denn wir haben ja bislang immer solche Situationen gehabt, hier mit Schrank und so weiter. Okay, wird immer heftiger. Ich frage mich halt, was passiert. Der Blutdruck steigt. Wissen, was passiert. Ne? Gehen wir da irgendwann drauf oder kann man da... Wir sind schon ziemlich lange in so einem komischen Zustand. Okay. Schlurft der da so draußen rum. Und wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Mein erster Gedanke war, diese Cat, die hampelt doch auch hier irgendwo rum, oder nicht? Ja, aber draußen. Ah!
bringt ja nichts. Den Schlurfer untersuchen. Ach so, ja, okay. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Mit weit weniger Talent gesegnet als Sarah Hawkins zeichnete Sanders einen verdreht aussehenden Dolch bis ins kleinste Detail. Den Handschutz zierte ein merkwürdiges, esoterisches Symbol, das in einer Korrespondenz mit Sarah oft auftaucht. Damn. Maybe I can use this dagger. Okay, aber es geht in die richtige Richtung. Eine fiese Ecke jetzt hier irgendwie gerade so. What the hell was that? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Ich denke mal, das wird dann der Dolch sein, den wir uns da jetzt rausziehen müssen. Voll doof. What the hell was that? Der doofe Witz, ich muss ja auch immer wieder hier hin, um den Zettel aufzuheben. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Wenn er wenigstens mal sagen würde, hier. Damn! Did it hear that? Maybe I can use this dagger. Das muss doch anders gehen, Leute. What the hell was that? Wisst ihr was, jetzt mache ich mal wieder einen auf plump. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it?
Credits. J drücken. So, Hinweise. Inspizieren. Ja, also hier mit viel Fantasie so ein Unendlich-Zeichen. Ja, das hat er hier nicht, ne? Damn. Did it. This dagger looks different. Ich kann nicht angreifen. Das ist gerade ein bisschen frustrierend. What the hell was that? Is this dagger part of Sander's collection, or was he seeking to acquire it? Ich glaube, der steht tatsächlich genau hier zwischen, beziehungsweise da mittig. Okay, der hat gesagt, ich kann ihn noch nicht mal anfassen. Das heißt, ich würde mir jetzt den Dolch holen und versuchen, zum Gemälde zu gehen. Natürlich gut, wenn der sich jetzt mal so rechts raus bewegt. Was ein Arsch. Ansonsten hätte ich jetzt überlegt, ob man vielleicht... so ein Ding hätte einschlagen können. Damn! This dagger looks different. Ah.
that. What's the matter with you? Don't tell me that you're going crazy, too. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Na hier, Okkultisten-Profi, haha. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Wobei, ich bin jetzt gerade irritiert, ne? Warum sollten wir den Dolch mitnehmen dürfen? Der gehört uns nicht. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Kapitel 7. Die namenlose Buchhandlung. Der Schlurfer, ne, diese blöde Mistvieh, erwies sich als viel mehr als nur eine von Sarah Hawkins gemalten Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf, das kann ich euch sagen, schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer des namenlosen Buchhandlungen an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Ne, um es mal so zu sagen. Ne? Klick. Ja, ne, der Schlurfer. Wisst ihr, da ist echt viel untersuchen und machen und tun. Und das war ja jetzt noch nicht mal so richtig eindeutig, was hier auch zu tun ist. Ja, da muss man tatsächlich mal wieder kombinieren. Während man aber dann da vor dem Ding flüchtet, das ist... Mann. Where is the bookseller? Ich glaube, wir werden ihn schon finden. An old diary. Die einsteckt. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Oh, stimmig, ne? Schönes Dingens.
Darkwater. Der Heilige Gral. Ja, oder ähnliches. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Ja, die gucken wir uns dann später nochmal genauer an. Was? Doch. Hallo? This book contains unholy knowledge. Wir finden ja eine Menge Bücher hier drin, ne? In der Buchhandlung. Hi. Ein Buch, ne? Der Klopfer. Ich renne übrigens jetzt extra nochmal mit der Laterne hier durch, ne? Obwohl normalerweise haben wir ja gesehen, kommt da so ein Zeichen, wenn wir mit Licht arbeiten sollen, beziehungsweise irgendwas im Dunkeln ist. So, bevor ich da jetzt allerdings eine Around the Corner gehe. So, erstmal hier drauf drücken. Ne? Ja, The Dolch. Kapitel 7, so weit sind wir schon. Darkwater. Orte. Ein außergewöhnlicher Dolch. Ein außergewöhnliches Bild. Oh, wir haben auch schon wieder zwei Punkte zur Verfügung. Die werden wir auch gleich mal setzen. Zack. Zack. So, unser Verstand. Ja. Okay, wir sehen, da kommt noch ein bisschen was, ne? Schlurfer. Hier eine Menge Büchleins.
What happened here? Hier scheint doch irgendwas passiert zu sein. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. This burglar seems to be rather clumsy. Whom does this footprint belong? Na, derjenige, der da durchgelatscht ist, würde ich mal behaupten. Also derjenige, komm rein. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? What's happening to Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Und wir wollen es haben. Erstmal plündern wir hier alles andere. Is everyone on this island taking sleeping pills? Berechtigte Frage. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Wer diese Zeile liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in drei Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft. Uiuiuiui. Ja, drei Walzen. Jetzt wieder interessant.
a strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Ich habe das Gefühl, die besser nicht berühren sollte, einsteckt. Ja, der Held ist unser Pierce nicht, ne? Andererseits, wir glauben ja nicht an Monsters. Da muss ich erstmal Walzen finden. Ja, oh Gott. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Was für eine Frage, wie viele? Another volume by Arkham Editions. Dinge, die nicht sein sollten. Okay, okay, okay. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Warte, jetzt habe ich auf einmal zwei Walzen. Einfach so. Suchen. A kind of chalice. A kind of chalice. Ja, aber. Things are not looking good. Moment, hier zuhören. Ach so, okay. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Falls mal so eine Notiz jetzt sein muss. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows.
We shall refuse to be the playthings of destiny. Ich habe da gerade ein ganz komisches Gefühl. Moment. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Alles klar. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber ich werde es einfach mal austesten. Moment. Wir haben ja jetzt mehrere Informationen gehört hier, ne? Und ja, da werde ich wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf gucken müssen. Mein erster Gedanke war, in diesen Texten sind da vielleicht Nummern versteckt. Also, dass der da was erzählt. Ne, und da war dann tatsächlich was, wo man sagen, denken könnte. Moment, ich drücke mal hier drauf. Ne, die eine Königin. Da kommt er auf einmal mit der neuen. Ja, und hier habe ich leider keinen richtigen Hinweis. Dann lange hin und her gehen, ne? Okay, dann gucke ich noch mal kurz auf. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Okay, das damit kommt er jetzt wenigstens alleine an, ne? Das sind die Bänder, von denen der Dings gesprochen hat. Band 4. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection?
Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Ja, ich wünschte, ich hätte das auswendig im Kopf, was der gesagt hat. Er hat über einen bestimmten Band gesprochen. Moment, ich muss noch mal reinhören. Ich weiß, das ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen öde, aber egal. Ne? Wir müssen ermitteln. Eine harte Knochen Ermittlungsarbeit. The Queen has little protection. Ja, darüber hat er auch gequatscht. Ne? Inklusive hier, ich bin der Kelchhuber. The Chalice of Knowledge. Kelch des Wissens, das hilft uns aber nur bedingt weiter irgendwie, ne? And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Moment, lass mich mal noch mal ganz kurz was gucken. The Queen has little protection. Ja, an eine Zahl komme ich hier allerdings trotzdem nicht, ne? Oder sehe ich eine Zahl hier dran? The Chalice of Knowledge. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ich glaube zumindest das Rätsel einigermaßen verstanden zu haben. Ich meine, irgendwas ist da mit dem Kelch. Ja, okay, Schachbrett und dieses Buch. Ne, Band 9. Gucken wir nochmal ganz kurz nach. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake... What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. So, und das ist das Buch. Ja, also der neunte Band. So, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Neunter Band... Auch als Albtraumlyrik bekannt, diese Sammlung von göttlichen Wohl 1908. Begeisterung aufgenommen, Davy war zu der Zeit erst 18. So, die letzte Zahl könnte also eine 9 sein. The Queen has little protection.
was soll ich mir sagen? Ich könnte jetzt auch hier die Figuren, die noch stehen. Da war ja irgendwas, ne? Also behalten wir mal kurz im Hinterkopf, wir haben hier noch 4 Figuren. Ne, also 4, die auf dem Brett stehen, 5, 6, die allgemein noch stehen. Moment, da müssen wir nochmal reinhören. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. Unsere weiße Königin. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Okay. Dann der dieser Gral. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. Roten Tropfen. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. The Chalice of Knowledge. Ja, aber das ist es nicht, was mich gerade... Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Okay, ich brauche irgendeinen Ausgangspunkt. Ich nehme mal den kaputten hier. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 9. Könnte das hinkommen? Also das sind die Zahlen, die ich irgendwie in Verbindung bringe, ne? Aber er ruckelt noch nicht mal dran. Passiert nichts und wir sind schon bei einer Stunde angelangt. Boah, ich schäme mich gerade so ein bisschen, ne? Ich. Die roten Tropfen. Ne, von den roten waren es, wie gesagt, 5. Die Figuren, die standen. Ja, waren eigentlich 4. Und dann waren wir da irgendwie bei Band 9. Die 18 macht zum Beispiel keinen Sinn oder 1908. Komme ich gerade nicht drauf, stehe voll am Schlauch. Ja, Leute. Ich werde mir da jetzt, ich werde mir den Spaß jetzt noch auf jeden Fall noch mal ein paar Mal machen. Ne? Ich werde jetzt hier auf Stopp drücken. Ich hoffe, ja, gespeichert sein muss ja irgendwie. Und
guckt dann, dass ich den Code geknackt kriege. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann genau an dieser Stelle weiter. Ne? Das ist jetzt ein hartes Dingen. Das ist doch so. Band 9. 5 von den roten Tropfen. Ja, so doof kann ich doch gar nicht sein. The Chalice of Knowledge. So, die Dame, die Dame, die Dame, die Dame. Nee, ist schon schlimm, dass das Spiel voraussetzt, dass man Schach kann. Okay. Jetzt muss ich gerade erstmal überlegen, in welche Richtung hier überhaupt gespielt wird. Ich würde jetzt mal sagen, hier so von links nach rechts wird das irgendeinen Sinn machen. Also die weiße Dame, die ist tatsächlich irgendwie nutzlos. Ne? Man könnte, ja, ich kann es ja von hier aus gar nicht zeigen. Oder warte mal. Ne, kann ich nicht. Ne, wenn die nach oben geht, also schräg, dann steht die neben dem König und wär weg. So, nach links geht es nicht. Dann wird die von dem Bauer weggenommen. Nach rechts geht nicht, dann wird die vom Bauer weggenommen. Die könnte... Ne, nach unten kann sie auch nicht. Dann wird die von dem Pferd weggenommen. Man könnte jetzt echt noch hingehen und argumentieren. Ja, könnte man nicht. Wo ist der weiße König? Queen has little protection. Ist alles, was du dazu zu sagen hast? The Queen has little protection. Jetzt höchstens wirklich nochmal versuchen. Das ist dann 3, 5, also 5, 3, 9. Wobei, da habe ich bestimmt gerade auch schon drauf gedrückt. Den einen Versuch noch, ne? Ich will es wissen. Ich übersehe irgendwas. Nee, Leute, ne, tut mir leid. Ich muss gucken. Da muss ich mir noch ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, Leute, es bleibt spannend, aber keine Panik. Beim nächsten Mal haben wir den Tresor auf. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Diesem Video einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert, ne, und. Ja. Ja, okay, Leute, ne, ich muss mich hier um den, was steht da? Beamarsh and Sons. Ja, um den Tresor kümmern. Leute, ich bin der Korken, bis dann.
Leute, bis dann.